Herzlich willkommen zum AFOR-MED-Programm, dem Kurs für Allgemeinärzte in der Forschung. Haben Sie Interesse an Forschung? Sind Sie ein selbstmotivierter Lerner? Sind Sie vertraut mit Zahlen und Computersoftware? Haben Sie 2 Stunden pro Woche circa Zeit für einen Monat oder, wenn Sie alle 3 Module machen wollen, für 3 Monate? Wollen Sie eine Studie selbstständig planen und die Daten analysieren können? Wenn Sie alle 5 Fragen mit Ja beantwortet haben, dann ist der AFOR-MED-Kurs für Sie die richtige Lösung. In den kommenden 3 Minuten erhalten Sie einen Überblick über die allgemeinen Informationen zu den 3 Modulen dieses Programms. Das Ziel des Programms ist es, Allgemeinärzte in den Bereichen Forschungsmethoden und Datenanalyse zu schulen. Am Ende des Programms sollen Sie die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen, um ein Forschungsvorhaben zu planen, durchzuführen und grundlegende statistische Analysen mit Computersoftware durchzuführen. Als Computersoftware werden wir SPSS und, wenn immer möglich, auch R benutzen. Jeder, der Interesse an Forschung hat, darf an diesem Kurs teilnehmen, aber besonders geplant sind Ärzte, und zwar Allgemeinärzte und andere Gesundheitsfachkräfte. Eine vorherige Teilnahme an einem ähnlichen Kurs ist nicht unbedingt erforderlich. Wenn Sie sich bewerben wollen, bitte kontaktieren Sie dann das Institut für Allgemeinmedizin an der Universität Augsburg. Unsere Kontaktinformationen finden Sie auf der Webseite. Wie wird der Kurs ablaufen? Das wird mehr eine asynchrone Online-Aktivität sein. Also wir haben Videoaufnahmen gemacht, die Sie sich anschauen können. Natürlich werden wir die Interaktion auch durch Foren und offene Kommentare erschaffen. Das wird es Ihnen ermöglichen, Ihren Lernfortschritt an Ihrem eigenen Tempo anzupassen. Es ist vorhergesehen, dass Sie circa 30 Stunden für die Videoaufnahmen gebrauchen werden und darüber hinaus extra vielleicht 100 Stunden für Ihr eigenes Arbeit. Also die Videoaufnahmen sind in 3 Module geteilt. Je Modul können Sie in einem Monat schaffen, wenn Sie wöchentlich 2 Stunden für die Videoaufnahmen haben. Insgesamt wird es dann 3 Monate dauern. Diese Kombination aus strukturierten Vorlesungen, Videoaufnahmen und eigenständigem Lernen bietet eine umfassende Schulung in Forschungsmethoden und Datenanalyse. Bewertung des Kurses basiert auf Ihrer Teilnahme am Kurs sowie formative und summative Bewertungen während des gesamten Programms. Wenn Sie es erfolgreich zu Ende gemacht haben, den Kurs, dann bekommen Sie ein Zertifikat von dem Institut für Allgemeinmedizin. Wir sind begeistert, Sie auf dieser Forschungsreise zu begleiten. Wenn Sie bereit sind, Ihre Fähigkeiten auf das nächste Level zu heben, melden Sie sich an und werden Sie Teil des AFOR-MED-Programms. Wir freuen uns darauf, gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Bis bald.